Hier sind wieder Joe und Andy von Enjoy Magic. Und willkommen zur Enjoy Magic Review. Heute haben wir Venom von Muggy Factory. Muggy mit einem G, sollte man dazu sagen. Und mit IE. Muggy Factory aus Frankreich. Das stimmt, Muggy. Ja. Genau. Und ja, das ist schon ewig alt, auch das Produkt. Das haben wir jetzt auch in unserem Projekt Overview zum Thema Threadwork, habe ich es mir nochmal zugelegt. Ich glaube, aus der Community. Ich habe es gar nicht geholt, weil Magic Shop hat es nicht ranbekommen. Ich würde es nicht zeigen. Und doch, man kann es zeigen, weil es wird auch im Trailer gezeigt. Ja, aber ich will es mal wissen. Also, okay, wir zeigen es nicht. Was ist es, Andi? Es sind zwei Thread Reels, wenn man so will. Und sehr spannend, es sind zwei mechanische. Man kennt vielleicht noch die alten Thread Reels, die immer so puppelig waren. Und die sind wirklich gut. Und man kann sehr coole Sachen damit machen. Der Trailer hat mich seit Jahren schon fasziniert. Und jetzt, wo ich es habe, muss ich aber sagen, es ist kein richtiges Schwebegimmick für mich. Das war so wirklich die Arbeit, ich habe damit dann gearbeitet, was rauskam, dass es gar nicht, es hat gar nicht so einen Schwebecharakter. Eher Manipulation. Ja, genau, es ist eher so Telepathie. Sachen bewegen. Telekinese. Oder, ich weiß nicht, wie man das beschreibt, ein Ring fällt runter, bleibt in der Luft kurz stehen und fällt weiter. Das ist eigentlich so Es ist Schweben, aber auf, ja, zeitanhaltermäßig. Genau, genau, richtig, so Timestop, nennen wir es Timestop. Ja. Und das zweite Produkt, was heute noch kommt, ist dann eben eher so, wir lassen was schweben und das ist eher, wir so stoppen den Fall von was und haben so einen Timestop. Also eine Art Manipulation halt von Gegenständen. Also wie gesagt, ihr könnt mit Gedanken Gegenstände bewegen, ihr könnt, könnt sie manipulieren, dass sie in der Luft stehen bleiben. Also irgendwie schweben, aber nicht wirklich schweben, sondern ja, also... Ja, es ist der Hauptteil davon. Es sind auch natürlich richtige Schwebeeffekte dabei. Er hat eine coole Routine, wo man eine Karte nimmt oder einen Ring und den einfach in die Luft legt. Dann liegt er da und nimmt ihn wieder weg. Das habe ich, glaube ich, auch mal für Instagram gemacht. Das sah sehr cool aus, weil du legst was in die Luft und nimmst es wieder. Wobei man sagen muss, der Faden, der hier mit dabei ist, der ist relativ dick und sichtbar für Verhältnisse von unsichtbaren Fäden und sehr, sehr stabil. Also das ist auf jeden Fall für Worker auch gedacht, aber muss absolut, damit es halt nicht oft reißt und mal wenig Gefrickel hat. Aber das Problem ist da, es ist halt nur in wirklich guten Umgebungen, wo schummriges Licht ist und keine Reflexionen und so sind machbar. Nicht so wie zum Beispiel die Misika-Produkte, die doch Tarantula kann man relativ gut bei auch nicht so optimalen Lichtverhältnissen machen. Bei dem muss man wirklich verdammt aufpassen. Außer man baut einen anderen Faden rein. Das wollte ich auch nochmal probieren, dass ich nochmal einen anderen Faden da reinbaue, um es eben dann bessere Lichtverhältnisse, Möglichkeiten zu haben. Genau, das ist so der Hauptpunkt. Aber die Sachen, die man machen kann, erfordern auch ein bisschen für Übung. Das ist auch so ein Punkt. Also wenn man dieses mit dem Ring habe ich schon eine Weile gebraucht, bis ich das hinbekommen habe. Und dann, naja, es war dann auch nicht so easy. Oder auch dieses Rüberschweben lassen von dem Ring, das in einer Hand quer rüber in die andere fliegt. Da muss man schon ein bisschen üben, auch dass es dann alles natürlich wirkt und nicht irgendwie so. Ich muss der Fairness halber sagen, wenn es jetzt um ITR geht, wenn man es mal fachbegriffmäßig macht, ich fand immer nie so geil dieses wirkliche Schweben, auch wenn was wir später kommen, beispielsweise mit dem Ring, hat mir nie so gefallen, aber so beispielsweise dieses, dass eine Karte aufsteht, fand ich irgendwie immer beeindruckender, weil wie gesagt, wenn etwas in der Luft ist, ist selbst egal, wie gut es ist, meiner Meinung nach, für den Zuschauer die einzig mögliche Idee, ein Faden. Einfach, das ist, wie gesagt, das ist nicht weil man es schlecht macht, sondern weil es einfach für den Geist eines Zuschauers die einzig Möglichkeit ist, dass da ein Faden sein muss. Wenn jetzt aber beispielsweise sich eine Karte quasi so aufstellt und quasi sich ganz komisch balanciert, ist es irgendwie was anderes und man vielleicht vermutet man nicht sofort einen Faden. Ähnlich wie mit dem beispielsweise mit dem Zeitstoppen, weil wenn man das einfach in der Routine drin hat und dann das Beispiel, bestes Beispiel ist vielleicht, wenn man es so mal macht, Soma in seiner Routine. Wenn er sich nach vorne lehnt, weil die zerrissene Zeitung ist, fallen Stücke nach unten und er lehnt sich nach vorne und auf einmal bewegt er sich wieder nach hinten und die Stücke fliegen zurück. War es was anderes? Weil, wie gesagt, natürlich waren da mit Sicherheit Fäden dabei, aber aber es ist was anderes. Es muss passen. Es muss passen. Und es hat auf jeden Fall drei Vorteile. Es hat den Vorteil, es ist mechanisch. Ihr habt hier nichts Elektronisches, im Gegensatz zu dem, was so später noch kommt. Oder auch allen Messika-Produkten kann man eigentlich so sagen. Es ist wirklich mechanisch, was schon ziemlich geil ist. Weil ihr nehmt jetzt einen Zauberkoffer raus, rein. Es hebt sehr gut. Also man muss weniger nachfummeln, so wie bei anderen Sachen. Das ist sehr praktisch und man kann relativ schwere Gegenstände mitbewegen. Also ihr könnt Flaschen auf dem Tisch ohne Probleme moven, was schon cool ist. Aber das hat eben den Preis, dass es nicht so sichtbar
dass es sichtbarer ist als andere Farben. Das muss man einfach einordnen können und ihr müsst, euch muss klar sein, was ihr damit machen könnt und das muss zu dem passen, was ihr machen wollt. Das ist ganz entscheidend. Genau. Zur Bewertung, Andi, was würdest du ihm geben? Was gebe ich ihm? Oh, das ist eine schwierige Sache. Ja, ich gebe ihm auf jeden Fall 7,5 Punkte. 7,5 Punkte, ja. Ich gebe dem Ganzen 5,5 Punkte. Wie gesagt, es ist aber einfach nur meine persönliche Einstellung dazu. Ich bin nicht so der Thread-Worker. Da bist du eher der Experte. Mhm. Deswegen kann ich dem Ganzen nicht mehr geben. Ich finde, man kann es riskieren, wenn es für euch passt. Es ist gut. Ich dachte allerdings, es wäre noch besser. Okay. Muss ich ehrlich zugeben. Und ich muss noch schauen, wie ich es einsetze. Ich bin da. Es ist ein bisschen schwieriger einzusetzen, als ich dachte. Genau. Ja. Und das, für wen können wir es empfehlen? Fortgeschrittenen Zauberer und Leute, die gesagt, auf jeden Fall kein Anfängerprodukt. Definitiv nicht. Und das war es mit Venom von Muggy Factory. Zur Mitte der Review. Andi, erzähl uns noch mal mehr über dein Overview-Projekt. Ja, wir hatten es ja gerade schon im ersten Produkt von Fäden und das ist vielleicht ein ganz gutes Thema. Wir haben uns mal ein paar Fäden auch angeschaut. Dickere, dünnere, besser sichtbarere, verschiedene Farben. Elastisch, statisch, da gibt es ja viele Unterschiede und haben die mal auch verglichen, aufgearbeitet. Das alles findet ihr in unserer Overview. Insbesondere du, wo du auch deine neue Technik erklärt hast, Loops zu binden. Ja, genau, Loops, Bands zu binden. Bands zu binden. Müssen wir sagen. Wir reden auch über Loops, die man kaufen kann und wie man halt sich Elastic Bands selber macht und solche Geschichten. So der Einstieg in das ganze Thema Schweben, weil ich schade finde, dass so wenige machen, obwohl so eine coole Sache ist. Und ja, Venom ist nicht der richtige Einstieg, wie wir gerade schon gelernt haben, aber es gibt da ein paar andere. Und alles das findet ihr da drin. Das als kleiner Einblick. Und jetzt machen wir weiter mit Link dem nächsten. Link oben da unten, also hier oben könnt ihr drauf gucken in der Infocard oder unten in der Beschreibung findet ihr das Produkt. Könnt ihr mal den Trailer angucken und wir kommen zum nächsten Produkt. Swoosh. Als nächstes Produkt kommen wir zu einem, der sich ein bisschen mit Zauberei und Schweben auskennt. Das ist Jäger Messika mit seinem Spider-Pan Pro. Der Spider-Pan Pro, ja. Das ist auch so ein Klassiker, der ist alles andere als neu. Ne? Gibt es schon ewig, war glaube ich so das erste. Gibt es auch in schon etlichen Variationen. Ich habe mal einen gesehen, der war noch ganz altmodisch und der Pro ist dann schon die dritte Auflage. Mhm. Keine Ahnung. Und es ist auch ein Thread Reel im Vergleich zu Venom, das wir vorher hatten. Ist das elektronisch? Mit einer Batterie, kann man soweit sagen, die verbaut ist. Und ist es halt gedacht als Stift, wenn man jetzt einen Sakko hat, den man sich hier in die Sakko-Tasche packt. Oder was Messika auch macht, wenn man casual performt, kann man ihn auch so und kann dann hier agieren mit dem Stift. Ich glaube, mehr sage ich jetzt auch nicht dazu. Das Ganze sind natürlich Thread Reels, die auch dann von Messika sind, die man dazu braucht. Ja, ihr braucht also spezielle. Relativ kostspielig. Also ich finde, der Stift an sich geht sogar preislich. Das Problem ist, ihr braucht halt diese originalen Dinger und wenn ihr die reißt, braucht ihr halt relativ viele davon. Und ja, ich arbeite tatsächlich schon mit dem. Ich mag diese Geldschein-Schwebe sehr gerne. Das ist jetzt genau die Schweben, wo du vorhin meinst, die du nicht so gerne magst. Weil das ist der Klassiker. Ihr habt einen Geldschein, die Hände weg und er schwebt im freien Raum. Mhm. Was ich am Spider-Pan so gut finde, ist, ja, es ist ein Faden. Die Zuschauer vermuten vielleicht sogar einen Faden oder könnte sein. Mhm. Aber er verläuft nicht so, wie die Zuschauer das denken. Und das sind ganz interessante Schwebesachen. Da muss ich auch sagen, das Beste, was ich da gesehen habe, weil ich mir auch gedacht habe, okay, jetzt kriege ich meinen Kopf da nicht drum. Ich meine, egal, Messika ist natürlich ein Profi und so. Ich glaube, ich wusste sogar, dass es um den Spider-Pan Pro geht. Aber er lässt einen Geldschein schweben und auf einmal geht er nach hinten. Ja. Und er geht drei, vier Schritte nach hinten und also inmitten in der Menschenmenge, muss man dazu sagen. Und er geht drei Schritte zurück, kontrolliert den Geldschein nach unten und wieder nach oben. Und ich habe mir gedacht, um Gott, wo zur Hölle soll dieser Faden verlaufen? Genau. Ich wusste, es ist ein... Aber es kommt trotzdem mein Argument zugute. Ich wusste, es ist ein Faden. Ich wusste auch nicht, wo er verläuft. Mega clever, wie Gigamisse gemacht. Auch kackend dreist, das sollte man dazu sagen. Das braucht eine Haufen Dreistigkeit, das zu performen. Also ich habe das auch schon mit so vielen Menschen tatsächlich noch nicht. Ich habe immer noch vor, das war jetzt aufgrund aktueller Situation nicht möglich, ein Street Magic Video nachts natürlich damit zu machen, mal und so ein paar Schwebeffekte, das Tarantula und zusammenzuklauben und dann ein Video damit zu machen, falls es das schon gibt zum Zeit dieser Review, was ich noch nicht glaube. Oder wenn es es dann später mal gibt, verlinken wir es euch. Das ist noch der Plan und du musst dreist sein. Das sollte ich dazu sagen. Also wie gesagt, wenn ihr den Trailer seht und wenn ihr wisst, worüber ich meine, vielleicht finde ich es und dann schneide ich es euch drüber. Denkt nicht so, oh geil, ne? ich habe dieses Gimmick und deswegen kann ich 3 Meter zurückgehen. Ihr müsst schon noch was dazu machen. Und der Hookup ist halt eben entsprechend dreist, dass manche halt echt sagen, was soll ich machen? Also, ich meine, da müsst ihr halt aufpassen. Ne? Ich meine, ja klar, es sieht mega aus für den Trailer. Ich habe auch gesagt, boah, Moment, das allein das wäre für mich fast ein Kaufgrund gewesen, auch wenn ich, wie gesagt,
damit überhaupt nichts zu tun hat. Deswegen da wieder aufpassen. Also passt da in dem Sinne auf. Das möchte ich euch dazu sagen. Ich werde euch ja nicht verraten, was genau passiert ist, aber die Idee ist genial. Wie gesagt, ist aber sehr dreist. Genau, also man braucht auch gutes Audience Management und vielleicht auch einen Backup-Plan. Was passiert, wenn jemand den Faden aus Versehen reinlangt oder mit Absicht reinlangt? Das kann euch bei Ist dir dem auch schon mal Effekt passiert? immer passieren, ja. Und da re reden wir auch tatsächlich in der Overview, um einen letzten Verweis zu bringen, mal drüber über dieses Thema, wie man damit umgeht und so. Ja, aber Aber reden wir noch mal sonst, ganz kurz, wie die Effekte dabei sind. Zero Gravity Bill das ist, ist genau das, was wir gerade besprochen genau, haben, ne? dann Floating Finger Ring ist quasi, Floating Fingering, das war aber auch echt Tarantula. aber auch mit Walk, dabei. Walking Bill, Floating Straw ist ein schwebender Ja, Strohhalm, den er genau. Brumm bewegt, sieht auch mega gut Gut, und dann aus. halt eben Tipps und Subtleties. Genau. Subtleties, das ist ein Schreibfehler tatsächlich. Subtitles. Ach, sub, nee, Subtleties. Subtipps und. Subtleties. Ja, stimmt, das ist echt ein. Das ist Und Schreibfehler. den kriegt ihr auch kostenlos dazu, den Schreibfehler auf der Ja, DVD-Box. witzig. Ah, Zero Gravity Bill ist Ach, wo sie wandert, so wo es wandert. rauf. Das ist wieder was, was ich mal, wie gesagt, besser finde. Wie gesagt, Das das ist finde ich sowas. jetzt nicht so krass. Ja, das ist halt, Aber aber es ist halt einfach was aber anderes, es ne? sind auch viele Ideen Ja. dabei und Messika-typisch geiles Tutorial, Ja. geile DVD auch. Super gefilmt. Ich habe den auch gerne auf Auftritten dabei, um einfach mal schnell eine Karte oder was vom Boden in die Hand Das zurückschweben zu Einzige, lassen. was ich mal, hilf mir mal, das ist doch das, wo er dann am Anfang erzählt, so, hey, vorher gab es dieses Gimmick und Ja. das hier so. Yeah. Da muss ich sagen, das ist ganz schön dreist. Weil, ey, ich meine, das sind ja nicht seine, er hat ja auch nicht Urheberrechte dran, aber keine Ahnung, was ist, wenn jetzt quasi ein neues Gimmick rauskommt und die Leute sagen, oh ja, früher gab es den Spider-Pen Pro und der funktioniert so. Ich weiß nicht, ob hier gerne Sega dann so geil drauf wäre. Also, Ja, ich, also das wäre auf jeden Fall über interessant, Jäger, aber. Mystica und Urheberrecht reden wir ein andermal, Ja, weil das aber, ist ein, ne, aber ich weiß genau, was du aber ich fand meinst, es halt ja. eben so ein bisschen dreist, ne? Ihr kriegt halt eine ziemlich Ja, gute ja. Anatomie von anderen Gimmicks, die nicht seine sind. Und Ei. erkläre euch, warum das das Beste ist. Ja, genau. Aber wie gesagt, Aber das, ne, das. nichtsdestotrotz, ich finde auch, es ist sehr langlebig, es funktioniert zuverlässig, Ja. das ist auch die letzten Punkte noch. Ja, und Dann, wenn wir schon bei dem ich Thema setze Punkte ihn sind, auch ein, also von mir dann. kriegt er absolut 8,5 Punkte tatsächlich, Von ja. mir 6,5 Punkte. Ich bin besser als das davor. Auch Ja. sehr gut zum Einsetzen, aber wie gesagt. Die 1,5 fehlen eigentlich nur, weil er nochmal überarbeitet gehört. Eine neue Version würde mich mal freuen, vielleicht mit dem Akku, nicht mit so einer Spider-Pen AA-Batterie. Pro. Ja, Pro. So, das wäre eigentlich mal, ist auch schon relativ alt, den mal ein neues Update zu verpassen, wäre cool. Aber an sich ist das Konzept super, ja. Und das war's. Wem mehr Themas? Leute, Fortgeschrittene. die Overview geguckt haben und sich gedacht haben, geil, ich fange jetzt damit an. Zum Beispiel. Ja, Und genau. fortgeschrittenen Thread-Work-Leuten Fortgeschrittene. kein Thread-Work-Einsteiger-Produkt. Nein, definitiv nicht. Und das war's mit dem Spider-Pen Pro von Yigal Messika. Und das war's dann auch schon wieder mit der Angel Magic Grip für diese Woche. Heute mit zwei, naja, Tee-Produkten. Einmal mit Venom und einmal mit Spider-Pen Pro. Wenn Schon es euch. lange beide, aber nach beiden Produkten längere Zeit gefragt. Jetzt endlich gibt es sie auch als Yay! Review. Ich hoffe, das Warten hat sich für euch gelohnt. Genau. Kommentar, Genau. Links in den Beschreibungen, wenn es euch interessiert. Genau, wenn ihr über die Links geht, hilft der Show, würde uns helfen. Und in diesem Sinne, Bleibt bleibt magisch! magisch.